Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge LS19 auf dem PC auf der Kernstadt. Immer noch im LS19, ne? Ja, Kalk ist beladen. Und er muss aber erstmal hier warten, denn wir müssen dann sowieso noch weiter flügen. Dort hinten, wenn ich das sehe, da ist wieder, da könnte ich wieder, ja, da ist der nächste Trecker angekommen, der entsprechend, ja, eigentlich nicht nichts gelegen fährt, sondern er will die Feldausfahrt Standard benutzen, ne? Weil der LKW kräftig weggerammt, ne? Na, schmeißt ihn noch um oder geht's noch? Weiß nicht warum. Weil der ist auch definitiv... Na gut, schaffe ich jetzt nicht. Der steht, das haben wir ja schon mal in der vorletzten Folge, glaube ich, auf alle Fälle kontrolliert. Der steht definitiv auf nächstgelegen. So, jetzt ist es noch interessanter. Jetzt will er natürlich jetzt hier hinten noch an Abfahrpunkt wenden. Dann brauche ich mich nicht zu wundern, warum wir keine Abfahrer zurückkommen. Ne? Also praktisch hier ist ja der Abfahrerpunkt, also es ist ein Stück Strecke, da wird er jetzt wenden wollen. Steht natürlich erstmal der Kalkstreuer im Weg, als nächstes steht der Überladewagen im Weg. Keine Ahnung, ja, das ist... So, den schicken wir einfach nochmal los, das ist ja Kalk holt. Jetzt sitzen wir in denen doch drin, jetzt gucke ich hier nochmal, aber mich würde arg wundern, wenn ich ja nicht auf nächstgelegen stehen habe. Habe ich stehen. Keine Ahnung. So, wir müssen natürlich weiter kräftig gehäckselt werden. Ja, das ist. Ich überlege, ob ich selber den LKW fahre. Aber dann kommt ja schon der nächste Trecker hinterher gefahren. Dann, ne? Ja, das müssen die Abfahrer ja selber hinkriegen. Es wird auch nicht nächstgelegen, oder? Doch. Er fährt nächstgelegen. So, dann machen wir heute hier mal zum Sonntag, machen wir ja Sonntagsputz, ne? Aber wenn sie noch hier den Kalkstreuer sauber. Ja, Feld 35, was wir ja gekauft haben, werden wir auch definitiv erst flügen und dann natürlich... Und ich hätte jetzt schon ein bisschen anfangen können mit dem Flug, das kann ich natürlich auch machen. Ja, den machen wir trotzdem erstmal sauber hier. Hätte ich schon mal das Vorgewende machen können. Weil das kann dann auch der Standardhelfer flügen, das geht da genauso gut. Wenn der ein bisschen vorher flügt, dann ist er vielleicht auch schneller fertig. Also sprich, bevor dann der Kalkstreuer fertig ist. Aber wie gesagt, wenn dann... Theoretisch könnten wir auch schon die Zeit auf 5 stellen, oder? Trecker machen wir aus und suchen mal unseren Flug. Da ist er. Weil da können wir nämlich schon mal hier das Vorgewende machen auf der 35. Also klein ist das Feld nicht, ne? Ach, hier sind über der Eisenbahnschienen. Müssen wir unten rumfahren, ne?
Oh, da gibt es zwar auch keine Zufahrt hier. Das wäre ja nicht günstig. Da müssen wir ja wirklich richtig ringsrum hier. Also wenn ich jetzt versuche, hier drüber zu fahren und hängen bleibe, da habe ich auch noch nichts gekonnt. Aber groß genug ist das Feld für einen Hopfen. Ich meine, der sieht nicht groß aus, aber die Hektar sind schon nicht wenig. Wir brauchen, wenn wir Standardhelfer fahren lassen wollen, braucht man ja eigentlich drei Vorgewände. Oben und unten. Und rechts und links eine Bahn, das reicht. Dann kann der Standardhelfer das Feld pflügen. Und derzeit werden die da drüben gehäckselt haben, denke ich mal. Da steht noch vergammeltes Unkraut von der letzten Saison. Ne? Hat sich da überhaupt irgendwas getan? Nicht, dass man hier wirklich... Bin ja mal gespannt, ob wir hier nochmal Unkraut kriegen. Also Feld 32 haben wir definitiv mal gespritzt. Das weiß ich. Aber Feld 31, 30 haben wir nicht weiter behandelt. Und die 4, das hat man nicht mehr gemacht. Weil wir da den Winter abwarten wollten, wie das da wird. Also eine Bahn dauert ganz schön, ne? Oder vielleicht doch so ja hinmachen. Ah, nee, das wird dann zu. Ja, nee, das muss reichen mit den Hopfen. Meinen nächsten Tag können wir auch gucken. Ich sag mal, Bonbonfabrik müssten wir ja eigentlich, solange wir Milch und Zucker haben, weiter am Laufen halten können. Ne? Meine Paletten kriegen wir, ist klar. Da dürfte man eigentlich keine Probleme haben mit Leerpaletten. So, wie gesagt, wir machen drei Vorgewendebahnen. Da kommt unser Kalkstreuer zurück. Ja, hier haben wir 165 Schafe und haben eine geschätzte Futtermenge von 160.000 und bei 100 Schafen. Naja, gut. 90.000. Ja doch, das kommt schon hin. Nee. Hier sind es ja 1.000 pro Schaf und hier sind es nicht 1.000 pro Schaf, ne? Aber hier eben immer noch keine Milch, ne? Keine Milch. Mal schauen, wie sich das ausgeht. So, der braucht noch wieder zurück. Wie weit ist er hier? Na
weil er hat auch noch ein paar Bahnen vor sich. Ja, und jetzt müsste eben der Trecker hier viel schneller herkommen. Und wenn ich jetzt wieder eingreife, das geht aber wieder schief, oder? Ja, komm, ist das Rohr rum. Jetzt hatte sich natürlich schon eine andere Abfahrt organisiert, müssen wir hier weiterfahren. Aber müssen wir gucken, nicht dass dann unser Häcksler, Quatsch, unser Flug. Zu viel fliegt, aber das macht er eigentlich nicht. Der wird nicht fertig sein mit der Bahn. Hinten am Weg wendet er selber, das wird er ordentlich machen. Fahren wir hier noch ein Stück vor, in der Hoffnung, dass er sich gleich einen Weg sucht. Und irgendwohin fährt er. So, wo ist der Flug? Oh, ich glaube nicht, wenn ich... Die Wände hat er ordentlich gemacht. So, und dann müssen wir vorne auf lange Bahn schicken, also hochwärts schicken. Und dann oben drei Vorgewände. Und dann kann er zurück. Dann müsste auch unser Häcksler dann bald soweit sein. Hier würde natürlich nicht bis zum Rand flügen, weil da ganz einfach die Schiene stört. Ne? Also die Schiene stört nicht, er stört sich an der Schiene, sagen wir so rum. So, ja, ihn mal hier halt nicht zusammenklappen. Hoch zu ansetzen. Gesetzt dem Fall, wir kommen hier rum. Ne, kommen wir natürlich nicht. Dann kann er dann oben noch die drei Vorgewände machen und dann die eine Bahn runter und dann geht er zurück hier auf 34. Macht das erstmal fertig und dann müsste nämlich unser Häcksler auch so gut wie fertig sein, sei denn es wird kein Abfahrer da.
Hier ist da auch schon wieder verfluchter Stau. Das ist der nächste, der dahinter zu Standard gefahren ist und dann hier sich natürlich Beine im Bauch steht. So wird das nix. Der nächste Trecker voll und keiner da, ne? Ja doch, da hinten steht zum Glück einer. Da steht zum Glück einer. Aber das ist eben doch der Nachteil, wenn wir eben schon bei 50% rufen, dann fährt er natürlich zu dem Punkt hin, wo er gerufen wurde und dann steht er so weit hinten. Sind wir her. Das ist, rufen wir uns später. Eiert er noch auf dem Feld rum. So, dann geht es hier rüber zu drei Vorgewände. Ob ihr hier ordentlich wendet von alleine, weiß ich nicht. Das müssen wir mal gucken, dass wir da erwischen jedes Mal. Wenn nicht, haben wir wieder was verpasst. Ne? Wäre nicht das erste Mal. Oder halt zu viel gepflügt dann irgendwo, ne? Fahrt er nicht rückwärts, LKW vorwärts. Vorwärtsgang rein. Und ich meine, hier ist wohl 100.000 Liter reinpassen. Wenn wir uns mit den Gedanken tragen, natürlich das andere zu verkaufen, denn was gibt es denn aktuell für die Hackschnitzel? Müssen ja hier vorne irgendwo sein. Ist ja Standardfrucht. Mist. Ja, Hackschnitzel. Naja, es ist eben nicht mal 21.000 oder 20.000 für einen 100.000er Hänger, ne? Ist jetzt nicht so, dass man da vor Freude an der Decke springen müsste. Plus, ja, alles einlagern, ich weiß nicht. Ich meine, wir haben jetzt den Komposter komplett voll und haben 2,2 Millionen noch am Lager. Das wären mit Sicherheit 2,3, 2,5 könnten es werden, würde ich so einschätzen. Könnten wir eigentlich wirklich verkaufen. Wenn, dann könnten wir auch noch Stroh in Komposter tun, weil sonst würde es ja bloß jetzt hier von Komposter sein oder halt ein Sägewerk. Aber das können wir auch mit Stroh abdecken. Das lieber sollten wir gucken, dass wir dann hier das ganze Stroh eingesammelt kriegen. Also 30 ist ja Stroh, halt so rum, 30 ist ja Stroh, 31 ist ja definitiv auch Stroh. Ne?
Das ist ja auch Stroh, also da wären wir schon ordentlich Stroh. Selbst 13 wäre noch eine Variante dort. Eine von der 15 dann zu holen, boah, das weiß ich nicht. Bis hin, dass wir irgendwo Ballen machen können, die dann wegholen. Was ja auch mit Kursblick gehen würde, ne? Könnten uns ja auch eine Strecke mit Hilfe von Autodrive erstellen für Cosplay, das geht ja genauso. Wäre natürlich nur die Frage, ob Futterlager dann Ballen an. Doch, das macht's. Also auf der Oberteil auf jeden Fall. Für kein Abfahrer da, könnte ich doch schon wieder. So, hier zweite Bahn. Gucken wir mal gleich, ob jetzt hier unten ordentlich wenden tut. Theoretisch, meine ich denke schon wieder über die Zeit nach, ob wir die nicht schon wieder auf 5 stellen, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen hier noch, auch in der Zeit. Oder machen wir das erst, wenn wir dort fertig geflügt haben, da drüben. Weil wir können nicht die ganzen Tage in 1 durchspielen. Ich glaube, dass so viel Arbeit haben wir nun doch nicht. Weil wir können auch nicht unbedingt alles am ersten Tag ansehen. Das geht auch nicht. Wie gesagt, mit den Hafer, das kann ja schon schief gehen, was wir da die Mission gemacht haben, weil es ja sozusagen vor der eigentlichen Pflanzzeit angesehen wurde. Nicht temperaturtechnisch. Temperaturtechnisch sind wir auf dem grünen Bereich. Ne? Also mit 2 Grad, das wenn wir mal hier gucken, dass das reicht für einen Hafer. Ne? Wo ist er? Hafer. Aber eigentlich erst am dritten Frühlingstag. Das ist unser Problem. Ja, 3 Grad braucht Hafer. 2 Grad haben wir ja nur, ne? Außerdem, wie gesagt, ist eine Mission gewesen, ne? Wie sieht es denn da überhaupt aus bei Missionen? Gibt es da immer noch hier was Komisches? Meine hier Düngermission. Auf Feld 36 Düngen für 103.000. Aber die sollen ja nicht funktionieren sie jetzt bei Precision Farming, das weiß ich eben nicht. Oder 25 ansehen, da hat man natürlich ja richtig Luft wieder auf dem Konto, ne? Mit 732.000, aber Zuckerrohr. Also ich weiß, ich habe es auf der PV County gemacht, ja, das war unwahrscheinlich viel Saatgut, was ich gebraucht habe. Weiß nicht, wie es hier ist, ne? Ich meine, es ist Feld 25. So, 25 ist das dort neben, hier neben der Brauerei. Meine Sämaschinen hätten wir ja. Ne. Wenn wir können ja sowieso erstmal unten nur Tabak mit der einen machen, weil das hier muss ja auch noch gekalkt werden, ne? Es ist ein bisschen hin und her gerissen. Der anderen Seite, klar, können wir auch oben Saatgut kaufen. Wir könnten natürlich auch einstellen, dass wir deaktivieren die Düngerfunktion. Das müssten wir sowieso machen. Und kaufen generell das Saatgut nach.
dass wir nicht unser Saatgut verbrauchen. Aber eigentlich könnten wir auch erst unser Saatgut verbrauchen und dann nachkaufen. Das ist die Frage, wie viel Saatgut werden wir noch brauchen. Produzieren können wir keins mehr. Wir haben kein Getreide mehr. Das hat sich schon erledigt. Ne? Gucken wir mal hin an den Hof. Also reizen würde es mich schon. Ne? Also das jedenfalls, um dann den Lohn zu kriegen. Ne? Warum stehen die hier oder alle? Nee. Sah nur so aus. So, Saatgut haben wir hier am Start 218.000. Ich glaube, das reicht noch nicht mal für unsere Felder. Dünger 145. Aber Dünger wurde doch noch produziert, ne? Ja, Dünger haben wir nochmal 71.000 hier. Das ist jetzt nicht so. Ach so, wir haben ja auch nochmal Saatgut hier. Ja, 37.000. Naja, es sind drei Sämaschinen voll. Ne? Tja. Oh, wieder kein Abfahrer da hier. Mensch. Und da schaffen wir es noch nicht mehr in der heutigen Folge, weil er immer noch 12 Minuten brauchen will. Er muss dann noch zwei Bahnen machen. So, lassen wir hier noch eine Bahn hochfahren und dann nehmen wir ihn oben raus und schaffen ihn rüber. Werden wir bloß nicht mehr in der heutigen Folge schaffen hier. Ja, Lohn müssen wir auch kräftig zahlen bei den vielen Helfern, ne? Große Nachfrage bei Zuckerfabrik. Ich habe auch nichts zu verkaufen. Also ich werde keine Zuckerrüben verkaufen, dann machen wir lieber das Zucker raus. Um dann aus der Milch Sahne zu machen und Bonbons herzustellen. Wie viel sind da überhaupt mittlerweile schon wieder da? Na gut, so viel kann es nicht sein, ne? Da wir ja nur Zeit 1 spielen, aber immerhin. Aber Vorrat ist noch genug da, also dass jedenfalls die Charge hier produziert werden kann. Also da muss ich mir keine Gedanken machen. Also da hätten wir nämlich das Vorgewände erstmal hier fertig. So ein bisschen, aber gut, wie gesagt, so viel. Ja gut, Dünger könnten wir dann schon noch produzieren in den nächsten Tagen. Wir müssen auch noch düngen, denn unsere Felder, ob man Düngermissionen macht, das ist eben. Wenn wir da stehen, wir haben sie nicht geschafft, aufs Feld gedüngt, haben wir was verkehrt gemacht. Ne? Also gut, hier verkehrt. Nicht direkt, wenn es nicht funktioniert, können wir nichts davor, aber. Es muss ja nicht sein, ne? Hey, der ist ganz schön dreckig, ne? Genau, wenn sie hier das Vorgewände gemacht, sonst hätte er ja auch bloß auf dem Feld rumgestanden oder am Feldesrand, hätte man eigentlich viel eher machen sollen. Ja, und da sind wir auch schon wieder eigentlich am Ende der Folge angekommen. Ich dachte, wir wären noch auf einen Haufen gefahren. Nur nee. Eine halbe Wiese hier einen kürzeren Weg nehmen.
Okay, hier machen wir dann morgen zum Montag weiter. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Allen natürlich noch schönen Sonntag. Und wer möchte, sehen wir uns Montag hier 13 Uhr wieder. Bis dahin und tschüss.